Und jetzt kommen wir zum eigentlich neuen Stoff in diesem Kapitel, nämlich der Möglichkeit, Config Maps als Volume Mounts zu verwenden. Wir haben in den vorangegangenen Beispielen ja schon gesehen, dass es die Möglichkeit gibt, auf der Ebene eines Containers, ne, sogenannte Volumes anzugeben. Und es gibt verschiedene Volume-Typen. Also es gibt zum Beispiel das Persistent Volume mit dem Persistent Volume Claim, das wir benutzen können, um so ein Block-Device, so eine USB-Festplatte, an einen Port anzuschließen. Es gibt die Möglichkeit, ein Empty Dir zu erzeugen. Das heißt, man könnte im Pod quasi ein leeres Volume anlegen, das auch gelöscht wird, wenn der Pod verschwindet, aber das ich benutzen kann, um zum Beispiel Dateien zwischen den Containern im Pod auszutauschen. Und eine weitere Variante ist zum Beispiel ein Volume, das aus einer Config Map erzeugt wird. Das heißt, das Konzept der Volumes in Kubernetes ist ein generisches Konzept, mit dem quasi Entitäten angesprochen werden oder beschrieben werden, die man am Schluss auch mounten kann. Das kann eine USB-Festplatte sein, sprich ein Persistent Volume. Das kann eine Config Map sein, ein Config Map Volume. Das kann aber auch ein Empty Dir sein, dann halt eben ein Empty Dir Volume. Die Deklaration des Volumes sagt zunächst mal nur dem Container, der Containerspezifikation, welche Volumes es geben wird. Also zum Beispiel, dass ein bestimmter Pod sich ein bestimmtes Persistent Volume der irgendwie sichern soll. Es sagt aber noch nicht, wo in welchem Container ein solches Volume zu verwenden ist. Weil, wenn ihr euch mal genauer drüber nachdenkt, jeder Container hat ja fußt auf irgendeinem Container-Image. Diese Container-Images, die könnten ja sehr unterschiedlich sein. Also das eine Container-Image könnte zum Beispiel einem Dateilayout von Ubuntu folgen, ein anderes Container-Image basiert auf Busybox oder Alpine Linux und hat deswegen eine andere Struktur. Und aufgrund dieser anderen Struktur könnte es notwendig sein, oder aufgrund von anwendungsspezifischen Anforderungen, könnte es notwendig sein, ein bestimmtes Volume an unterschiedlichen Stellen einzubringen. Und das ist der Sinn, warum es diese Volume Mounts als einen getrennten Schritt gibt. Das macht es am Anfang so ein bisschen kompliziert. Man denkt, ja, warum ist Einfaches nicht einfach? Ja, ganz einfach, weil Schweres möglich sein muss. Ne? So altes Perl-Motto. Einfaches soll einfach sein, Schweres soll möglich sein. Die Volume Mounts gestatten also, dass man ein Volume an einer bestimmten Stelle im Container XY des Pods mountet. Das heißt, hätten wir jetzt zwei Container, könnte ich das Config-Volume mit dem Namen Config-Volume, das Volume mit dem Namen Config-Volume, das wir hier unten definiert haben, das letztendlich einer Config-Map entspricht, an dem Pfad slash Config mounten. Wohingegen in einem anderen Container des gleichen Pods könnte ich das zum Beispiel nach slash etc slash Config mounten. Nur als ein Beispiel. Deswegen sind die Volume Mounts notwendig, um in den Containern eines Pods unterschiedliche Mount-Punkte angeben zu können. Der Volume Mount ist also auf der Ebene des einzelnen Containers, ne? Hier unter dem Spiegelstrich, hier unter dem Namen des Busybox-Containers. Es könnte jetzt ja noch weitere Container geben. Jeder könnte dann für sich entscheiden, wo gehört das Volume denn hin. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wenn wir jetzt eine Config-Map als Volume mounten, was haben wir denn davon? So, dazu schlage ich vor. Nehmen wir dieses Beispiel. Wir haben da oben sogar schon einen Namen. Ein Namensvorschlag für die Datei, dann nehmen wir den noch halt. Jetzt beschreiben wir also wieder einen Pod. Der heißt BusyBox-Config. Er hat einen Container, der auf dem BusyBox-Image beruht. Der Name des Containers wird sein BusyBox-Config-Container. Es wird eine Shell ausgeführt und in dieser Shell wird ein Kommando mitgegeben und das Kommando ist ls/config. Also zeig mir mal die Inhalte des Verzeichnisses slash config und im Speziellen möchte er dann Dateien in diesem Verzeichnis auslesen und zwar Number of Requests sowie Very Important Switch. Ihr seht schon, wohin die Reise geht. Die Reise geht dahin, dass wir im Grunde erwarten,
dass die Schlüssel der Config Map, welche Config Map verwenden wir? Die Config Map Example 2. Wie sah die Config Map Example 2 aus? Naja, es gibt einen Schlüssel Number of Request, da steht 20 drin. Very important switch, da steht true drin. Das heißt, in dieser Pod-Definition gehen wir aus, dass wenn wir ein Config-Volume definieren, hier haben wir es einfach Config-Volume genannt, könnte auch Peter, Paul und Markus heißen, vom Typ Config-Map, und der Name der Config-Map ist Config-Example 2. So, diese Config-Map-Example 2 hat ja diese zwei Schlüssel-Wertpaare, und wie es scheint, wird die Config-Map zu einem Verzeichnis. Das Verzeichnis haben wir hier selbst angegeben, /config, und haben auf die Config-Volume verzeichnet. Wie gesagt, das hätte uns die Freiheit gegeben, das Config-Verzeichnis auch anders zu benennen. In diesem Verzeichnis wird es jetzt vermutlich zwei Dateien geben, die den Namen, den Schlüssel entsprechen und deren Inhalt, naja, das kann sich jetzt jeder denken, den Werten der jeweiligen Konfigurationen entsprechen, der jeweiligen Schlüsselwertpaare in der Config-Map, um genau zu sein. Führen wir wieder aus und beobachten das Ergebnis. Ich habe noch schnell den Kontext gewechselt, da müssen wir nicht immer den Namespace angeben, das ist jetzt ein bisschen bequemer. So, hier haben wir die Busybox Pod und den wollen wir jetzt mal anschauen. Das ist aber nicht den wir erzeugt haben. Doch, der hieß auch Busybox Kontext, aber den müssen wir mal zuerst löschen. Denn wir haben eventuell zwei Pods angelegt, die gleich heißen, das heißt, das zweite Ausführen hat dann nicht so recht geklappt. Machen wir also nochmal. Der Container ist jetzt in der Erzeugung. Jetzt ist er fertig. Und jetzt haben wir im Grunde genommen die Ausgaben, die wir erwartet haben. Also, wir haben ja hier in dem Befehl haben wir angenommen, dass es ein Verzeichnis /config gibt. Gut. Wir haben ls drauf angerufen und wir haben zwei Dateien gefunden. Number of Requests und Very Important Switch. Und wie erwartet, haben wir ja schon angenommen, dass die Dateien existieren und haben ein cat drauf ausgeführt. Und cat, wisst ihr ja, liest die Datei und gibt sie einfach aus. Und da haben wir einmal 20 zurückgekriegt und einmal true. Das heißt also, dass die Config-Map als Verzeichnis gemountet worden ist und alle Schlüssel sind darin als Dateien aufgetaucht und die Werte sind dann die Inhalte der Dateien. Das Ganze macht natürlich die Variante, die wir hier gesehen haben, viel sinnvoller. Wenn wir eine Konfigurationsdatei haben, die wir einlesen wollen, dann geben wir einfach an from file und dann wird diese Datei im Grunde zu einem Schlüssel. Und der Wert ist eine Inhalterdatei. Das kann ich jetzt auch mit mehreren Dateien machen. Und so erhalte ich quasi ein Verzeichnis mit Konfigurationsdateien als Config-Map. Und diese Config-Map kann ich dann wieder zum Verzeichnis mit Konfigurationsdateien machen, indem ich sie als Volume-Mount benutze. Das ist ziemlich sinnvoll, wenn man mehrere Konfigurationsdateien hat, die man an eine Anwendung herantragen möchte. Die Frage ist jetzt, die im Raum steht, wann benutze ich denn Umgebungsvariablen und wann benutze ich Dateien? Wer kann mir dazu ein paar Gedanken äußern? Ich denke mal, die Umgebungsvariablen sind sinnvoller, wenn sie an mehreren Stellen verwendet werden müssen. Inwiefern? Weil man halt, die Datei ist ja ziemlich statisch, beziehungsweise man muss halt immer wieder dann auf die Datei zugreifen und eine Umgebungsvariable steht halt immer zur Verfügung direkt. Also nach dem Motto, es ist aufwendiger, eine Datei zu öffnen, als eine Umgebungsvariable auszulesen. Gut, in der Datei könnte halt noch mehr drinstehen. Und das, also eigentlich grundlegend geht es nach dem Motto, ja. Das ist ein interessanter Gedanke. Man muss jetzt allerdings noch eine Sache wissen. Erstens, eine Config-Map hat zumindest mal in der letzten Version, bei der ich das geprüft habe, eine maximale Obergrenze von 1 MB. Das heißt, man wird da jetzt keine großen Informationen übertragen. Das heißt, ob Datei oder Umgebungsvariablen, der Speicherplatz einer gesamten Config-Map ist nie größer als 1 MB. Die zweite Sache, die man wissen muss, und das ist nicht intuitiv, das muss man einfach wissen,
Das hat ein bisschen was damit zu tun, wie diese Pods erzeugt werden. Die Datei bietet die Möglichkeit, die Config-Map zu ändern. Also da haben wir noch gar nicht drüber geredet. Man kann eine Config-Map durchaus aktualisieren, ne? Und wenn der Pod jetzt lange läuft, also zum Beispiel eine Webanwendung darin ist, und diese Webanwendung oder der Prozess, kann auch eine Datenbank sein, ist völlig egal, also irgendein Prozess läuft da drin und der schaut regelmäßig in die Config-Datei. Also sprich, der Code ist so geschrieben, dass er die Config-Datei nicht nur einmal liest beim Programmstart, sondern immer wieder liest, wenn diese Variable gebraucht wird. Und jetzt ändert man während des Betriebs die Config-Map. Dann ist die Config-Map als Volume Mount gemountet, in kurzer Zeit auf dem aktuellen Stand. Das heißt, der Pod sieht, der Prozess im Pod sieht über die Datei die geänderte Config Map. Und jetzt kommt das, was eigentlich nicht intuitiv ist. Hätte ich diese Config Map als Umgebungsvariable gemountet, so war es zumindest in der Kubernetes-Version, in der ich das ausprobiert habe und auch nachgelesen habe, dann wird diese Config-Map-Änderung in den Umgebungsvariablen nicht wiedergespiegelt. Erst wenn der Pod neu erzeugt wird, wird diese neue Version der Config-Map gelesen. Also sprich, beim Erzeugen des Pods werden die Umgebungsvariablen einmal gelesen und die sind dann im Pod statisch. Wohingegen die Config-Maps als Volume-Mount gemountet, die sind nicht statisch, die sind dynamisch. Das heißt, diese Config-Map als Volume aktualisiert sich. Da gibt es auch eine gewisse Verzögerung zwischen Update der Config-Map und der Verfügbarkeit der Informationen im Pod, aber die ist vernachlässigbar gering. Also das ist eine Eigenheit der Config-Maps. Also lautet die Empfehlung, wenn man eine Anwendung schreiben möchte oder hat, die Konfigurationsdateien und Änderungen von Konfigurationen nachverfolgt, dann sollte man Config-Map als Volumes mounten. Und als Umgebungsvariablen lieber dann, wenn man das nicht braucht. Also sprich, wenn jetzt eine neue Anwendungsversion kommt und man macht jetzt sowieso ein neues Deployment, dann kann man ja auch die Umgebungsvariablen ändern, weil ja diese Pods neu erzeugt werden. Dann ist es kein Problem. Also das auf jeden Fall mal noch als eine interessante Anmerkung zum Unterschied der beiden. Jetzt ist die Frage, wann benutze ich was? Naja, wir sind ja hier noch bei Deployments. Wir kommen ja später noch zu den Stateful Sets. Bei den Stateful Sets, da verpacke ich zum Beispiel eine Datenbank. Kann auch bei komplexeren Anwendungen der Fall sein, dass ich einfach eine Anwendung habe, die erwartet einfach eine Konfigurationsdatei. Schlicht und ergreifend. Es ist nicht meine Anwendung, die ich da deploye. Ist eine Anwendung, die habe ich irgendwo runtergeladen. Eine Open-Source-Anwendung, eine Open-Source-Datenbank, Postgres zum Beispiel, braucht PGA-HBA-Conf, PostgreSQL-Conf oder wie die ganzen Konfigurationsdateien heißen. MySQL braucht MySQL-Conf oder wie auch immer die Konfigurationsdatei heißt. Und auch hier lohnt es sich, die Konfiguration nicht im Container-Image zu führen oder zumindest mal sich vorzubehalten, dass man diese im Container-Image enthaltene Konfigurationsdatei irgendwie überschreibt. Weil dann gibt es die Möglichkeit, auf konfigurierend Einfluss zu nehmen. Und gerade wenn ich so eine Konfiguration auch dem Benutzer am Schluss möglich machen will, dass er sagen kann, ja, wie groß soll der Cache zum Beispiel sein in der Datenbank und dass es vielleicht so ein Konfigurationswert ist, der in der Konfigurationsdatei steht, dann benutze ich natürlich eine Config-Map auch als Volume-Mount. Das heißt, ich würde die MySQL-Datei dann from file mit diesem Befehl, den wir gesehen haben, als Config-Map anlegen. Und bei der Pod-Definition des Stateful Sets, da ist ja im Stateful Set wird ja auch eine Pod-Beschreibung, dort würde ich ein Volume erzeugen, das diese Config-Map als Datei erzeugt, beziehungsweise würde ich dann im Volume-Mount beim Container dann an den entsprechenden Ort diese Konfigurationsdatei wieder anlegen lassen. Also kurz gesagt, Config-Maps als Volume-Mounts benutze ich auch unabhängig von des Update-Vorteils dann, wenn meine Anwendung schlichtweg eine Konfigurationsdatei erwartet. Und umgekehrt, wenn meine Anwendung halt eben 12-Factor-Compliant geschrieben ist, wie es zum Beispiel im 12-Factor-Manifest gedacht ist, Store Config in the Environment,
Also das Two-Factor-Manifest suggeriert, man soll ja Umgebungsvariablen benutzen. Wenn man Kubernetes verwendet, muss man das nicht. Man kann die Konfiguration auch als Konfigurationsdateien in Config-Maps sozusagen umsetzen. Ne? Das wäre immer noch 12-Factor-Compliant. Man darf hier nicht vergessen, das 12-Factor-Manifest ist halt ein bisschen älter als Kubernetes. Würde aber den gleichen Zweck erfüllen. Es kann aber sein, dass es viele Anwendungen gibt, die genau diesem Manifest noch folgen. Und dann benutze ich natürlich die Umgebungsvariablen. Auch in Kauf nehmend, dass ich gegebenenfalls mal eine Anwendung neu starten muss. Wenn ich jetzt zum Beispiel, das ist ein guter Punkt eigentlich, stellt euch vor, ich habe jetzt eine Anwendung, die liest Umgebungsvariablen. Und jetzt möchte ich die Umgebungsvariable ändern. Wie kann mir das Deployment denn da helfen? Wie kann mir das Vehikel des Deployments jetzt hier denn helfen? Denkt mal drüber nach. Ich habe ein Deployment beschrieben, eine Anwendung. Die Anwendung liest eine Umgebungsvariable. Jetzt möchte ich den Wert der Umgebungsvariable ändern. Wir haben gelernt, wenn ich die Umgebungsvariable ändere, wird die erst aktiv, wenn ich die Anwendung neu starte. Im Deployment kann ich diese Umgebungsvariablen ja deklarieren, indem ich auf die Config-Map einen Einfluss nehme. Wenn ich jetzt das Deployment verändere und einen neuen Wert eintrage, dann hat sich die Config-Map geändert, noch nicht das Deployment. Aber wenn ich das Deployment noch irgendwie modifiziere, sodass das Deployment quasi nochmal neu ausgeführt wird, dann habe ich ja genau dieses Rolling Upgrade. Das heißt, das Replikaset der alten Version wird runtergefahren, das Replikaset der neuen Version wird hochgefahren und die Anwendungen sind ja perfekt kompatibel zueinander. Das heißt, koexistierende Instanzen kann ich ja tolerieren. Die Frage, die ich mir jetzt gerade stelle, ist nur, das Deployment würde ja, wenn ich die Config-Map verändere in einem Wert, selbst ja nicht verändert sein. Denn ich will euch daran erinnern, die Container-Definition, die in einem Deployment ja auch drin steckt. Ich meine, jetzt hier ist es nur ein Pod, aber letztendlich ist ja dieser Abschnitt, der hier drin steht, der steckt ja so genauso auch in einem Deployment drin. Hier wird ja nur eine Config-Map referenziert. Das heißt, der Deployment-Controller kriegt ja überhaupt nicht mit, wenn sich ein Wert verändert. Das heißt, um diesen Effekt auszulösen des Rolling Upgrades, muss ich im Deployment etwas verändern, das dann ein Deployment halt auslöst. Es kann irgendein Feld hier drin sein, das halt eben zum Neudeployment führt. Aber das jetzt mal nur so am Rande. Das heißt, wir haben jetzt gelernt, Config-Maps können auch als Volumes gemountet werden. Ja, hier unten ist noch die Übung, config-map-file.conf und die Container-Definition so zu ändern, dass wir jetzt diese Config-Map-Datei der ersten Variante, der Config-Map-Example 1, ausführen. Das können wir auch mal noch gerade machen. Das schadet nicht. Dazu kopiere ich jetzt mal einfach die Definition. Wir mounten die Config-Map immer noch nach /config, aber wir entfernen jetzt einfach mal die cat-Befehle beziehungsweise config-map-example 2. Was wird da der Inhalt sein? Config-Map Example 1 heißt die andere Datei, das heißt, das müssen wir umändern auf 1. Und die Datei bzw. der Schlüssel da drin heißt ja 20-config-file.conf. Das heißt, das würde so aussehen. So, jetzt habe ich ja aber noch einen Pod, der BusyBox-config heißt. Das heißt, den muss ich jetzt zuerst löschen und dann kann ich unser Beispiel ausführen und mal anschauen, ob es funktioniert hat. Der ist completed. Dann schaue ich in die Logs und dann sehe ich, wunderbar, hat geklappt. Also ls hat diese Datei ausgedruckt und cat hat dann diesen Rest ausgedruckt. Damit habe ich die Übung absolviert. Hat noch jemand Fragen zu Config-Maps? Ist es möglich, innerhalb eines Deployments mehrere Config-Maps zu benutzen? Ja, beliebig viele. Okay, gut. Also man kann in einer Config-Map beliebig viele, oder naja, bis zu einem Megabyte halt, man kann aber mehrere Schlüssel und Wertpaare verwenden. Und es ist möglich, mehrere Config-Maps zu verwenden.
ob es jetzt da eine absolute Obergrenze gibt, weil ich sagte, beliebig viele, naja, bestimmt wird es so irgendeine Grenze geben, aber die sollte eigentlich nicht in Erscheinung treten. Es kann aber durchaus sinnvoll sein, mehrere Config Maps zu verwenden. Ich gebe mal ein Beispiel. Ich bearbeite Experimente mit einer großen verteilten Datenbank. Und in dieser großen verteilten Datenbank habe ich Config Maps, die zum Beispiel meine Konfigurationsdatei der Datenbank selbst repräsentieren. Wenn die Datenbankinstanz gestartet ist, möchte ich aber auch ein Datenbankskript an die Datenbank heranführen. Und dieses Datenbankskript, davon gibt es, sagen wir mal, 10 verschiedene Skripte. Die Datenbank besteht aus mehreren Stateful Sets, also hat sozusagen mehrere Rollen. Es gibt dann zum Beispiel eine Master-Rolle, dann gibt es verschiedene Worker-Rollen. Und je nachdem, auf welchem Knoten ich bin, möchte ich ein anderes Skript ausführen. Wie bringe ich diese Skripte an meine Datenbank ran? Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ich erstelle ein Container-Image, das diese Skripte enthält, weil in die Datenbank gehört es nicht rein, weil die Skripte verändern sich ja viel schneller als die Datenbank. Und Datenbankversionen, die gibt es alle paar Monate oder alles Jahr mal. Aber diese Skripte, die bin ich ja aktiv am Entwickeln. Und da jedes Mal über den Overhead zu gehen, gerade während ich die Skripte entwickle, ein neues Container-Image zu erstellen, das ist mir, glaube ich, zu viel Overhead, da verliere ich zu viel Zeit. Also gerade während der Entwicklung wäre meine bevorzugte Variante, diese Skriptdateien, die sind ja nur ein paar Kilobyte groß, als Config-Map zum Beispiel zu speichern. Und dann kann ich relativ leicht diese Config-Maps ändern und auch die änderte Config-Map hat sich sofort in diese Datenbank, steht dann sofort zur Verfügung. Also ich muss noch nicht mal den Pod neu erzeugen, ich muss nur dieses Skript nochmal aufrufen, weil der wird das dann auch nochmal lesen. Ne? Das ist jetzt zum Beispiel ein Beispiel, wo ich zwei Config-Maps verwenden würde, eine für die Konfiguration der Datenbank und eine für die Experimente, weil diese zwei Config-Maps haben zwei unterschiedliche Bedeutungen und auch, und das ist immer das so ein Anhaltspunkt, der Lebenszyklus sieht anders aus. Sprich, das Ereignis, das eine Veränderung der Config-Map auslöst, sprich, ich ändere das Skript der Experimente, hat einen ganz anderen Takt als zum Beispiel das Ereignis der Konfigurationsveränderung an der Datenbank selbst, weil das würde ich vielleicht auch mal machen. Ich mache jetzt einen größeren Pod, da will ich jetzt vielleicht die Cache-Größe anpassen. Aber diese zwei Dinge haben nichts miteinander zu tun. Dann ist das schon so eine Frage, will ich das miteinander gruppieren? Spätestens dann, wenn es unterschiedliche Nutzergruppen gibt, also sprich, die Datenbank wird ja nicht nur von mir verwendet, sondern vielleicht auch von einer anderen Abteilung, dann will ich denen ja zum Beispiel keine Änderungen aufzwingen, nur weil ich meine Experimente verändern. Um das zu entkoppeln, macht es ja zum Beispiel Sinn zu sagen, naja, es gibt da ein Config-Map, das heißt halt Skripte, da könnt ihr reinpacken, was ihr wollt, das kann auch leer sein, da packt bitte eure Skripte rein, aber ist vorgesehen, aber wird keine Annahme drüber gemacht, was da drin ist. Das ist euer Bier. Das heißt, wenn ich mir jetzt diese Definition der Datenbank, so eine Service-Instanz der Datenbank nehme, dann kann ich meine Skripte über diesen Weg da reinlegen, aber das macht dann jeder für sich. Mal ein kleiner Exkurs. Wir haben ein Kubernetes-Cluster. Der Kubernetes-Cluster, woraus besteht der? Der besteht aus einem Master, der wiederum verschiedene Subsysteme hat, unter anderem eine Control Plane, die unter anderem auch die API zur Verfügung stellt, und eine Datenbank. Die Datenbank, die in Kubernetes verwendet wird, um alles, was wir tun, wird hier irgendwo persistent gespeichert. Ne? Also zum Beispiel, wenn wir jetzt sagen, wir wollen einen Pod anlegen, dann muss ja Kubernetes wissen, ja, welche Pods gibt es denn überhaupt? Ne? Das hier, diese ganzen Daten hier müssen ja irgendwo gespeichert sein. Und Kubernetes speichert diese Daten in einem Object Store, also einem Config Store namens etcd. Falls sich das mal jemand anschauen will, auch ganz spannend. A Distributed Reliable Key Value Store for Most Critical Data of a Distributed System. Ja, da gibt es halt zum Beispiel auch Konsistenzkriterien und Versprechen, die da gehalten werden. Also sprich, was ist, wenn ich jetzt zum Beispiel so einen Datensatz ändere? Wie ist denn sichergestellt, dass wenn dieser etcd jetzt auf drei verschiedenen Knoten läuft, also Kubernetes selbst, das Kubernetes-System selbst, läuft in Produktivumgebung auch nicht nur auf einem Rechner, sondern auf mehreren.
Und wenn ich dann mehrere Knoten habe, die Daten halten, sprich eine verteilte Datenbank, dann entstehen ganz spannende Probleme. Unter anderem komme ich dann in das Terrain des Kapp-Theorems, wo ich konkurrierende Zugriffe, die Availability und die Partitionstoleranz gegeneinander abwägen muss. Also ich muss dann immer Trade-offs machen, wenn ich ein System gestalte. Also entweder ist es kurzfristig mal nicht verfügbar oder es ist nicht so Partitionstoleranz oder tolerant oder ich habe nicht immer Konsistenz. Also wenn ich zum Beispiel asynchron repliziere, dann habe ich gegebenenfalls einen zeitlichen Versatz der Konsistenz zwischen dem Master und dem Secondary, dem Primary und dem Secondary. Und somit habe ich zwar dann Replikation, sprich nach der Replikation auch Partitionstoleranz, aber ich habe in der Zeit der Replikation keine Konsistenz. So, etcd ist also so die darunterliegende Konfigurationsdatenbank, die Kubernetes verwendet. Und da werden letztendlich auch die Config Maps und all die Objektspezifikationen abgegeben, die wir Kubernetes mal übermitteln. Nur mal so als im Hinterkopf, dass wir auch mal ein kleines, kleine, einfache Vorstellung davon bekommen, was da im Hintergrund eigentlich passiert.